Und dieser geheime virtuelle Raum sah aus wie ein Haus mit Blick aufs Meer? Ich konnte weiße Schaumkronen sehen und die Wellen rauschen hören. Und draußen kreischten die Möwen. Drinnen hatte Tilda Rahmen, die ihre Lieblingsgemälde zeigten und sich in Intervallen an das Licht anpassten. Da war ein Sessel, den sie liebte. Sie saß da und blickte raus, während ich mir ihre Sachen ansah. Wir verbrachten dort Stunden. Ich wollte nie weg. Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See. Sie hatte so viele. Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos. Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr, über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Eiszonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeig dir dieses Portal irgendetwas über die Zenith selbst, etwas, das wir brauchen könnten. Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte. Aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit, daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Dadurch unglaublich viel erleben. Aber Hologramme sind Illusionen. Fragen mich, ob sie irgendwann nicht mehr wussten, was noch mehr. Wo ist Cotallo hin?
Sam. Aloy. Hey, wie läuft's denn so? Mir geht es gut, aber Val meinte, Beta fiel es schwer, sich an das Leben mit uns zu gewöhnen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um zu helfen. Ich glaube, das könnte keiner von uns. Wir müssen ihr Zeit geben. Und sie soll sich willkommen fühlen. Kann ich dir vielleicht bei irgendetwas helfen? Hm? Oh nein, wir kommen klar. Alles okay? Du und Val, ihr seid schon länger befreundet? Ich denke schon. Ich habe mich gefragt, was du über seine Mutter weißt. Oh. So schlimm, hä? Huh? Warum willst du das wissen? Er sprach von seiner Schwester Vala, aber mir ist aufgefallen, dass er nicht über seine Mutter spricht. Sie ist Kriegsherrin der Nora. Die beste Kriegerin, die der Stamm je kannte. Härter als ein Donnerkiefer. Sie konnte manchmal ziemlich grob sein. Verstehe. Das war schwer für ihn. Danke für die Auskunft. Ich komme mir irgendwie dumm vor, ihn nicht selbst zu fragen. Mach dir keine Sorgen. Er hat sicher Angst, dass Sona dich eines Tages verschreckt. Das kann sie gern versuchen. Was wirst du als nächstes lernen? Ich weiß noch nicht. Ich bat Gaia um Vorschläge und sie erwähnte Daten, die du gefunden hast. In einem Museum. Soweit ich verstehe, haben die Alten darin Wissen gespeichert, damit alle es betrachten und lernen können, wie ihr es für uns getan habt. Vielleicht können eines Tages mehr Menschen an diesem Ort lernen, so wie wir. Das klingt etwas voll, aber schön. Die Zeniths haben Beta benutzt. Aber Val scheint sie zu trauen. Unglaublich, dass sie ihm gesagt hat, dass die Zeniths unsterblich sind. Alte, die den Kreislauf des Lebens und Verfalls verlassen haben. Ich habe noch nie sowas Egoistisches gehört. Der Erde den sterbenden Körper zu verweigern. Dem Leben, das an ihrem Platz blühen würde. Es ist widerwärtig. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück bei der Suche. Hey, hast du Zeit? Na klar. Geht es dir gut? Ich dachte gerade an Beta und all die Zeit, die sie bei den Zeniths verbracht hat. Der Gedanke, dass jemand einen Menschen erschafft, nur um ihn einzusperren und bei Bedarf wie ein Werkzeug zu benutzen. Elizabeth Sobeck hat sich für die Welt geopfert und trotzdem behandeln sie Beta einfach wie eine Sklavin. Noch ein Grund, sie aufzuhalten. Wie ist das Training? Ich entdecke jeden Tag Neues über unsere Vergangenheit. Als wir uns trafen, hast du gefragt, ob ich neugierig sei, wie diese Welt aussah, als die Alten hier lebten. Ich fand das damals seltsam. Aber es hat sich viel verändert, seit ich das Becken verlassen habe. Jetzt versuche ich alles von dem, was ich dachte, dass ich kenne, mit dem zu vergleichen, was ich heute weiß. Die Veränderung ist schwer. Aber es wird mit der Zeit leichter. Unfassbar, dass wir es mit den wahren Zeniths zu tun haben. Den gleichen, die vor 1000 Jahren nach Sirius aufbrachen. So lange zu leben, das scheint nicht natürlich. Weil's das nicht ist. Die Waffe, die bei Betas Versteck war, meinst du, wir können sie gegen sie verwenden? Silence hat dafür gesorgt, dass das nicht geht. Wieso sollte er etwas bauen, um Falzineth zu schaden? Und zulassen, dass sie dich schnappen? Silence hat immer eine Absicht. Wir wissen nur noch nicht, welche. Was hältst du von dieser Tilda, von der Beta gesprochen hat? So wie sie sie beschrieben hat, werde ich das Gefühl nicht los, dass Tilda etwas von Beta wollte. Vielleicht, weil sie Elizabeth Sobecks Klon ist? Was immer sie wollte, ich glaube nicht, dass sie es hat. Wenn wir wüssten, was es war, könnten wir es vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Tilda und Elizabeth beste Freunde waren. Naja, wir können uns wenigstens damit trösten, dass die Zeniths einander nicht trauen. Vielleicht. Du hast mal Rost erwähnt. Ich denke viel an ihn, weißt du? Er war alles, was ich hatte. Und er zog mich auf, so gut er konnte. Nicht nur das. Als Hades entdeckte, wer ich war und die Eklipse nach mir schickte. Ob
opferte er sich, damit ich überleben konnte. Das scheint ewig her. So viel ist seitdem passiert. Was ich jetzt mache, er würde es nicht mal im Ansatz verstehen. Er kannte nur das Heilige Land. Also darf ich ihm nicht länger nachtrauern. Nicht bei allem, was ich tun muss. Das verstehe ich. Manchmal, wenn ich an meine Schwester denke, daran, was aus ihr geworden wäre, wenn sie die Erprobung überlebt hätte. Es schmerzt. Und ich muss es für eine Weile begraben. Aber nur für eine Zeit lang, Aloy. Du kannst es nicht ewig ignorieren. Erinnerungen kommen immer zurück. Zumindest die wichtigen. Ich weiß. Aber erstmal muss jetzt die Mission vorgehen. In Ordnung. Ich sollte wieder da raus. Wenn du was brauchst, wir sind hier. Aloy, ist alles in Ordnung? Du hast viel Zeit mit Val im Keller verbracht. Ich schätze, es ist alles okay. Also dann, was kann ich für dich tun? Da hat wohl jemand Streit gespielt. Ja, versuche nur etwas zu üben. Das hilft, mich abzulenken. Du solltest mit Gutallo spielen. Es ist ein Tenakt-Spiel. Vielleicht lernst du da was. Klar, Tenakt. Will er mich auch nicht umbringen, wenn ich gewinne? Bestimmt nicht. Riecht da Bier? Ich habe etwas aus Kettenkratz mitgebracht. Bei all dem, was so los ist, könnten wir alle einen Drink vertragen. Außerdem bringt nichts die Leute so zusammen wie ein guter Schluck. Das hat meine Schwester jedenfalls immer gesagt. Du darfst dir gerne was davon nehmen. Ein anderes Mal. Anscheinend kriegst du den Dreh mit den Daten raus. Ja, sie sind hilfreich, wenn ich sie irgendwie verstehen kann. Ich habe gelernt, dass die Alten sich auch gerne mal einen Schluck genehmigt haben. Aber sie lassen sich von Maschinen bedienen. In Bars. Sie haben ihnen sogar erlaubt, sie rauszuwerfen, bevor sie zu viel trinken würden. Dabei ist das der halbe Spaß. Mir darf so schnell kein Roboter ein Glas servieren. Ich muss jetzt gehen. Ich lese dann mal weiter. Pass gut auf dich auf. Oh, offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Ein Haufen Ausrüstung. Gaia? Wozu war das gut? Dieser Raum diente zur Verwaltung der riesigen Saatgutbanken der Anlage. Von hier hat das Schaltstellenpersonal... Laut dieser Konsole lagern immer noch tausende von Pflanzenproben unter der Anlage. Ich könnte Gaia dazu befragen, wenn wir das nächste Mal reden. Wirklich mächtig. Hast du Zeit für ein Gespräch? Natürlich nicht. Hast du überhaupt mit Erend gesprochen? Ich hatte kaum Gelegenheit dazu. Er hat etwas Bier aus dem Osten mitgebracht. Das Zeug ist so bitter wie Salbestrauch. Man gewöhnt sich dran, irgendwann. Ich könnte selbst einen Drink vertragen. Erend gibt dir sicher gerne einen Schluck. Was hältst du von diesem Ort? Man muss sich erst daran gewöhnen. Ein effizientes Operationszentrum und eine geeignete Trainingsanlage. Es bräuchte etwas mehr Farbe. Zur Kenntnis genommen. Ich muss jetzt gehen. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag es. Das werde ich. Danke.
Kette darf mich nicht ablenken. Streiterin, bitte, setz dich. Die Tiefländer müssen westlich des Hains an der Küste gegen Rebellen kämpfen. Wenn du dem Häuptling immer noch mit dem Abschaum hilfst, solltest du in Flutspitze mit Kragella reden. Wenn ich dorthin komme, will ich sehen, was ich tun kann. Quelle muss ganz nah sein. Das Unterhandlager, das Talana und ich gesucht haben, müsste hier irgendwo sein. Hier in der Nähe ist ein Rebellen. Immer mit der Ruhe heute. Augen auf, Rotschopf. Keine leichte Aufgabe mit Wüsten. Da oben wäre ich sicher. Lass mich ein paar Grau. Will ich auch mal probieren. Die Leute, ich habe Neuigkeiten für dich. Tenak bekämpfen einander dieser Tage erbittert. Einige von ihnen können Maschinen zähmen. Denen muss man sich in Acht nehmen. Sie errichten Außenposten in dieser Gegend. Ich habe nur ein wenig westlich einen gesehen. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Von der
Urteil sah solide aus. Was Großes muss den Einsturz verursacht haben. Wenn das nicht die bekannteste Nora im Lande ist. Talana, gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lass das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge außer Rand die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragut. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Feuernis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch, der Hauptstadt des Tiefland-Clans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ach, ganz allein? Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Was geschah, als ihr den Tunnel passiert habt? Gar nichts. Wir haben uns dafür in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle hier waren Teil der ersten Gruppe. Abgesehen von ein paar stockdunklen Passagen war alles ruhig. Was auch immer die zweite Gruppe angriff, verschonte uns, Stahlfunke sei Dank. Am besten redest du mit Porguf darüber. Er weiß ein wenig mehr als ich. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Späher hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osseran-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Morland und seine Gruppe. Ja, das ist der Kerl. Die sind selbst ein ziemliches Spektakel, glaub mir. Und dann sind da noch all die anderen, die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, alle Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenakt oben in Brennsperr gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans, im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenakt-Gebiet zu durchqueren? Ohne zu zögern. Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut. Ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort. Das Mädchen war nervöser als eine Sprungfeder. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Jetzt ist sie in der Wildnis, ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihren Namen weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig, mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskinn ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist es. Ganz allein im Busch. Und das ist Tenakt-Gebiet. Wohin ist sie gegangen? Westlich den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Mach ich. Aber pass auf. Sie ist echt unentspannt. Ich freue mich schon auf die nächste Schicht mit deinem Reut. Der längste Wachdienst der Welt. Ich muss ein anderes Weg hindurch. Vielleicht über einen Pass. Liebe Funken.
Ich glaube, Ronas Leute haben ihre Ausrüstung hier irgendwo verloren. Ich sollte ihren Vertrag nochmal lesen, damit ich genau weiß, was ich machen muss. Ich muss immer noch herausfinden, was mit Rondas Ausrüstung passiert ist. Entdeckt.
bleibe ich im Kampf.